Du suchst einen sportlichen Damenski für die Saison 1920? Dann viel Spaß mit diesem Video. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück. Ich bin Leni, ich bin hier am verschneiten Kaunertaler Gletscher und darf für euch die vier sportlichsten Damenskimodelle der Saison 2019-20 testen. Vorab kann ich für dich zusammenfassen, dass alle vier Ski eher auf der Piste statt abseits zu Hause sind und du alle Schwungarten von kurz bis lang damit fahren kannst. Doch bevor ich dir die Modelle gleich im Einzelnen näher erläutere, legen wir sie erstmal in den Schnee und fahren eine Runde. Viel Spaß! Wir haben die Ski ordentlich getestet und jetzt darf ich dir die Modelle näher vorstellen. Einsteigen möchte ich mit dem Völkel Flair SC Carbon. Dieser Ski ist perfekt für dich geeignet, wenn du eine Kurzschwungliebhaberin bist, die einen agilen Ski sucht. Außerdem verhindert seine UFO-Technologie ungewollte Vibrationen und sorgt damit für eine perfekte Spurkontrolle. Als nächstes möchte ich dir gern den Atomic Cloud 12 vorstellen. Dieser Ski ist perfekt für dich geeignet, wenn du gern zügig unterwegs bist, aber trotzdem auf einen gewissen Grundkomfort nicht verzichten möchtest. Der Cloud 12 ist dabei tempostabil und leitet die Kurven leicht ein. Kommen wir zum Head Superjoy. Das ist ein sehr drehfreudiger Ski und perfekt für dich geeignet, wenn du eine sportlich ambitionierte Skifahrerin bist. Durch seine leichte Bauweise ist der Ski sehr kraftsparend zu fahren und erleichtert dir den Einstieg ins Carven. Last but not least, der K2 Anthem 72 Ti ist für dich als sportliche Skifahrerin geeignet, wenn du einen breitbandigen Ski suchst. Besonders, wenn du dich nicht auf eine Schwungart festlegen willst und performanceorientiert fahren möchtest, ist das ein sehr guter Ski für dich. Fassen wir nochmal zusammen. Der Völkel Flair SC Carbon ist ein agiler Kurzschwung-Ski. Der Atomic Cloud 12 ist ein sportlicher Ski, auch bei hohem Tempo. Der Head Superjoy ist durch seine leichte Bauweise sehr drehfreudig und der K2 Anthem 72 Ti ist ein sehr sportlicher und breitbandiger Ski. Ich hoffe, dir hat der Skitest gefallen. Alle weiteren Infos zu den Skimodellen findest du in der Beschreibung oder auf snow-hau.de. Das war's von mir. Tschüss vom Kaunertaler Gletscher.